Willkommen im vierten Lernvideo, wie du den 3x3 Rubik's Cube kannst lösen. In diesem Video lernst du, wie dass du da unten immer noch alles gleich hast und von oben aus gesehen ein gelbes Kreuz hast. Wie dass du das schaffst, zeige ich dir jetzt. Wenn du hier unten auf der Seite und die untere Fläche alles gelöst hast, so wie ich es in den letzten Videos erklärt habe, dann ist die schlimmste Situation, wie du es von oben aus gesehen kannst, vorfinden, wenn du nur einen gelben Punkt siehst. In diesem Video musst du die Ecken hier gar nicht beachten. Es geht nur um die hier Kanten. Die wollen wir darum jetzt drehen. Und eben, wie gesagt, das ist die schlimmste Variante sozusagen. Also wenn du Pech hast, sieht es so aus. Jetzt müssen wir als erstes so wie eine Ecke machen. Und für das kannst du den Würfel irgendwie so vornehmen, dass wieder weiss unten ist und gelb oben. Es kommt nicht darauf an, ob ich es von hier mache oder von hier. Das ist völlig egal. Dann drehst du einfach die Scheibe, die vor dir ist, gegen oben. Und jetzt machst du wieder den genau gleichen Algorithmus, den wir schon immer gemacht haben. Also, rauf, über, runter und zurück. Und jetzt drehst du die genau gleiche Scheibe, die du vorher hast, runtergedreht, wieder rauf. Und dann siehst du, haben wir hier eine Ecke. Jetzt, der nächste Schritt ist, dass man so einen Strich hat. Also, dass die zwei Kanten noch gedreht sind und so einen Strich. Für das nimmst du den Würfel so vor dir, dass der Ecke hier so unten rechts ist. Also so. So wäre jetzt der Ecke unten links oder hier auf der linken Seite. Und so oben rechts. Und eben, wir müssen aber jetzt so haben, dass unten rechts ist, der Ecke. Und dann machst du wieder das genau gleiche wie vorher. Du musst die Seite, die vor dir ist, eins abdrehen. Und dann wieder der Algorithmus. Rauf, über, runter und zurück. Und dann drehst du die Scheibe wieder rauf. Und jetzt siehst du, hast hier so einen Strich. Und dann nimmst du jetzt so vor dir, dass er so waagerecht ist. Also so gerade vor dir. Und nicht so, sonst machst du es wieder kaputt. Darum nimmst du es so vor dir. Und dann machst du wieder das Gleiche, was wir in diesem Video bis jetzt immer gemacht haben. Du drehst die Scheibe runter und machst den Algorithmus. Auf, über, runter, zurück. Dann drehst du die Scheibe wieder rauf. Und das gelbe Kreuz ist gelöst. Und somit hast du schon den vierten Schritt zur Lösung des Rubik's Cube zu kommen, abgeschlossen.